Der namenlose Held hat den Eid der Feuermagier abgelegt und einige Bücher gelesen, möchte aber noch einmal mit seinen neuen Kollegen sprechen. Jetzt sind die ja schon am Rumritualisieren da oben, oder? Ja. So, mit wem möchte ich noch sprechen? Ja, die Buchsteller bringen mich ja nicht weiter, glaube ich. Choristo nochmal. Magie zu Ehren. Sei gegrüßt. So, mehr magische Kraft, ja, toll. Erkläre mir das Wesen der magischen Kreise. Natürlich. Die Kreise symbolisieren deinen Anteil an der magischen Macht. Sie stehen für Wissen, Begabung und für das Erlernen neuer Zaubersprüche. Du wirst jeden Kreis durchlaufen, bis du in den nächsten aufgenommen werden kannst. Es erfordert viele Lernstunden und es bedarf hoher Erfahrung, willst du die höheren Kreise erreichen. Doch die Mühe, sie zu erlernen, wird jedes Mal mit neuen, machtvollen Zaubern belohnt. Die Kreise der Magie sind aber noch mehr als das. Sie sind ein Teil deines Lebens. Sie werden dich immer begleiten. Mache sie zu einem Teil von dir. Ihre Macht zu verstehen, bedeutet, deine eigene Macht zu erkennen. Aha. Ja, jetzt bräuchte ich 10 Lernpunkte, die ich nicht habe. Oh, ich möchte die hohe Robe des Feuers tragen. Ich möchte sie erstmal kaufen. Meister, ich möchte die hohe Robe des Feuers tragen. Du bist noch nicht so weit. Komm erst wieder zu mir, wenn du mehr gelernt hast. Ja, schade. Dann hier mehr magische Kraft. Ich benötige mehr magische Kraft. Ich kann dir helfen, deine Kraft zu steigern. Wie du sie nutzt, liegt nur an dir. Ja, Lernpunkte sind das wertvollste Gut. Tja, Drago. Magie zu Ehren. Sei gegrüßt. Hast du eine Aufgabe für mich? Es gibt da eine Aufgabe. Es handelt sich dabei um eine Artefaktsuche. Diese Artefakte sind wichtig für unsere Studien, da sie uns unbekannte Magie enthalten. Aha. Vor einiger Zeit schickte ich schon einmal einige Männer auf die Suche, doch sie kehrten nie wieder zurück. Also könnte diese Suche sehr gefährlich werden. Ja komm, pack schon aus. Was für Artefakte? Was waren das für Artefakte, nach denen sie suchten? Es waren magische Runen aus einer längst vergessenen Zeit der Magie. Aha. Erzähl mir mehr. Eine alte Legende sagt, dass einst Mönche in der Klosterruine am Meer lebten, die fähig waren, sich in Tiere zu verwandeln. Aha. Diese Artefakte sind wichtig für uns, da sie gefährlich sein könnten, wenn sie in die falschen Hände geraten würden. Allerdings haben wir die Ruine schon vor vielen Jahren durchsucht und damals dort keine Artefakte gefunden. Aha. Deswegen schickte ich die Männer an die anderen Orte, die in unseren Schriften erwähnt werden. Nämlich? Was aber offenbar vergebens war. Gibt es weitere Orte? Gibt es noch weitere Orte, an denen sich die Artefakte befinden könnten? Ja, es gibt noch einen Ort, an dem wir noch nicht gesucht haben. Es handelt sich um eine alte Kultstätte ganz in der Nähe. Warum habt ihr sie noch nicht erforscht? Diese Kultstätte wird von den Orks benutzt. Es wäre sehr gefährlich, da sich dort einige der mächtigsten Schamanen der Orks aufhalten. Es gab schon damals einige Männer, die versuchten, diese Kultstätte aufzusuchen. Es ist nie jemand von dort zurückgekehrt. Ich werde es versuchen. Zwei Gegenstände, aha. Was? Bist du dir sicher? Wenn es einen Weg gibt, an diese Artefakte ranzukommen, werde ich ihn finden. Also gut, ich werde hier auf dich warten. Wenn du es schaffst, bring mir die Artefakte und ich werde dich entlohnen.
Nimm diese Heiltränke mit. Sie werden deine Wunden heilen, wenn du im Kampf verletzt wirst. Ja, das wird wohl passieren. Da hinten sehe ich eine Truhe in der Ecke. Möge Innos dich schützen. Wo genau befindet sich die Kultstätte? Außerhalb des Lagers gibt es einen Mann namens Cavalorn. Links von seiner Hütte befindet sich eine breite Schlucht. Dieser musst du nur folgen. Ah ja. So, mit Drago habe ich jetzt gesprochen. Das gab die Queste, die Suche nach den magischen Artefakten und erfüllte Missionen. Die große Sache der Bruderschaft und so weiter. Nein, das ist noch nicht fertig. Stimmt. Das muss ich noch abgeben bei dem Kollegen Raven. Aber später. So, mit Rodriguez habe ich draußen schon geschnackt. Mit Torres auch. Damarok. Magie zu Ehren. Sei gegrüßt. Kannst du mir was beibringen? Ich kann dich die Kunst der Alchemie lehren. Ja, holla. Es gibt eine Vielzahl von alchemischen Substanzen, die alle eine verschiedene Wirkung auf Körper und Geist haben. Wenn es dein Wunsch ist, werde ich dich unterweisen. Ja, das ist mein Wunsch. Und wie das mein Wunsch ist. Welche Tränke kannst du mir beibringen? Na, jetzt komm. Ich kenne die Rezepturen von Heil- und Mana-Tränken. Du bist mein Schatz, weißt du das? Lernpunkte. Scheiße. Naja. Ende. Tja, was soll ich machen? Da ich jetzt Magier bin, darf ich doch hier unten irgendwo schlafen, oder? Mach einfach mal, komm. Geh mal hier hin. Ich glaube, da schläft Milton. Ach, leg dich wieder hin, Hase. Warum weckst du mich? Weil ich wie ein Rhinoceros durch die Stube trample auf dem Weg ins Bett. Bis zum nächsten Morgen schlafen. So, neuer Morgen, neues Glück. Es gibt einiges zu tun. Speichern. Nochmal zusammenfassen. Ich habe jetzt durch diese neue Rüstung und das Aufpimpen der Rüstung mehr Schutz. Ich hatte vorher die Schattenrüstung an. Da hatte ich Schutz 40. Und jetzt habe ich Schutz 50. Naja. Vorhin, als ich noch ein Gardist war, hieß es, ich soll mal mit Ramon sprechen. Das werde ich mal machen. Ramon? Früher wäre alles klar bei dir. Was machst du hier? In seiner Haut. Ja, das habe ich schon mal alles gehört. Lass uns lieber über was anderes reden. Die Quest hätte man wohl nur haben können, wenn man Gardist ist. Ja, ich hätte sie vielleicht starten können in dem Moment, wo ich kurzzeitig Gardist war. Aber ist ja auch egal. Tja, ich kann jetzt da reingehen und die Queste abgeben bei Raven. Was war das? Keine Ahnung. Ich mach das mal. Ich bin mir nicht sicher, ob dann irgendwie die Kapitel... Nein, der Kapitelwechsel kommt. Ich bin mal gespannt. Das ist wirklich nicht mein Gomez, wo ist ein Raven? Der ist noch am Pennen oder was? Ah, toll. Shh. You're not allowed to talk to us. Oh je. Ach so, kann ich jetzt hier eigentlich klauen? Fleischwanzen-Ragout, Schinken, Besteck, Schinken, Becher, Brot, Wein, Wurzelsuppe, Käse, Schüssel, Käse, Bier, Kerzenständer, Bier, Becher, Wein, Becher. Schinken und? Sag nicht, dass ich dich nicht
klauen kann. Katzenständer, so. Der Tisch wäre abgeräumt, ich war's nicht. Ich bin nie hier gewesen. Na du, du Nase, ich weiß, dass ich ja noch klauen muss, aber du stehst mir immer im Weg. Tja, Raven kommt wahrscheinlich jetzt... Ach, nee, das ist Arto. Aber Raven kommt bestimmt auch gleich. Wenn nicht, trete ich immer gegen das Schienbein. Kann ich da mal vorbei? Oh, du bist eine Nervbacke. Mann. Torus. Wo ist denn Raven? Ist er in dem anderen Häuschen, also im anderen Flügel? Jetzt rennen die runter und wollen frühstücken und dann ist nichts mehr da. Raven, hallo. Da hinten ist einer. Ist das Raven? Steh mal auf. Warum weckst du mich? Ganz einfach, weil... Hallo. Ich will einen Zwischenbericht abgeben. Gut. Ich bin gern gut informiert. Sie wollen die Eier einer Minecrawler-Königin, um daraus ein Elixier herzustellen, durch das Sie Kontakt zum Schläfer aufnehmen können. Ich habe die Eier bei mir. Du hast deine Sache gut gemacht. Wer bist du? War das jetzt, also war es das jetzt mit dem? Mit der Queste? Tatsächlich erfüllte Missionen? Hier. Raven hat mich mit billigen Worten abgespeist. Das ist nicht die Art der großzügigen Dankbarkeit, die ich erwartet habe. Von nun an gehe ich meinen eigenen Plänen nach. Schön. Endlich bist du ganz nach meinem Geschmack, mein lieber Held. Ja, Suche nach magischen Artefakten, Schwarzer Wolf, wegen des Banditenanführers und ich kann natürlich im Sumpflager schauen, ob ich da was finde. Beziehungsweise, nein, da kann ich dem Ritual beiwohnen und dann gibt es vielleicht einen Kapitelwechsel. Also den Kapitelwechsel gab es jetzt offenbar noch nicht. Und dann überlege ich mal. Ich könnte mich mal auf die Suche nach diesen magischen Artefakten machen. Das werde ich mal tun. Ich habe Estebans Langbogen und eine bessere Rüstung. Das könnte klappen. Aber vorher... Wenn ich schon mal hier im Lager bin, dann nochmal Pfeile einkaufen. Die müsste es bei Fisk und Dexter geben. Und dann hätte ich ja auch noch die Queste mit Sketty und seinen und den Schulden von Fletcher, richtig? Da muss ich diesen einen Typen umhauen. Ach, das wird schwierig. Also Kirgo habe ich ja schon mal... Gohannes muss ich umhauen? Oh, weia. Ich könnte's probieren. Aber das ist eher was für abends. Jetzt tagsüber will ich mal die Zeit nutzen, um draußen was zu reißen. Aber erstmal diesen ganzen Weg laufen, um hier zu diesem Platz zu kommen. Und wehe, die haben keine frischen Pfeile. Da bin ich sauer. Das ist mein Problem. In seiner Haut will ich trotzdem nicht stecken. Hallo, Dexter. Hey, du. Solange ich damit nichts zu tun habe. Hallo. Ich halt ja, komm hier. Raus. Zeig mir das. Ich habe hier. Wieso grüßt ihr euch eigentlich mit Hallo und nicht mit Für Gomez? Was ist denn hier los? Kann schon sein. So, das hätte ich theoretisch gerne. Die Fackel, naja, eigentlich nicht mehr, weil ich habe ja dann demnächst Lichtzauber. Ich will über was anderes reden. Kalums Rezeptbuch, das habe ich schon mal gelesen. Brauche ich nicht unbedingt. Hier 50. Pfeile, es war's. Aber ich habe hier ja gar nichts entgegenzusetzen, richtig? Ich habe ja gerade alles ausgegeben, scheiße. Wobei, hier, Feuerball, also ich kann ja die entsprechenden Sprüche hier verkaufen. Weil ich habe ja jetzt die Rune. Will ich trotzdem nicht stecken. Wobei, verlass dich auf jemanden. Warum du passiert sowas immer das wieder? Ist eben so. Nee. Vielleicht brauche ich dir im Arena-Kampf, überlege ich gerade. Gut, also was gebe ich dir? Das ist wirklich nicht mein Problem. Schutz vor Magie. Ach, wer weiß, ob ich das mal brauche. Dann habe ich es nicht. Erstmal abwarten, es wird nicht so heiß gegessen. Ach, hier habe ich ein Buch doppelt, stimmt. Was anderes reden. Das kannst du kriegen, das da.
Rezepturen, Band 1. Das ist wirklich nicht seine Haut. Ein Tropfen auf den heißen Stein. Wieso ist denn diese Münze hier alleine? Absolut idiotisch. Und nicht da? Wahrscheinlich. Verstehe ich nicht. Lass uns lieber über was anderes reden. Manche lernen eben gar nichts dazu. Der letzte Scheiß. Tja. Er quatscht wird das viel. Passiert mir nicht nochmal. Mole-Rat-Fett, wenn ich wüsste, ob ich das brauche. Besteck. Solange immer wieder dieselbe Leier. Dann kriegst du hier Krallen, da werde ich schon wieder welche finden. 10 behalte ich mal. Das passiert mir nicht nochmal. Ich behalte auch 10 Lurker-Klauen. 200 erst. Das ist wirklich nicht mein Problem. Aufpassen, was mit rum ist. Zähne, da behalte ich auch mal 10. Ja, 10 Zähne. Solange ich nichts damit zu tun habe. Nein, 10 Zähne. Und? Nee, das behalte das ich alles. Salz. Horn eines Schattenläufers. Ah, ich hab's doch fast. Ah, hier Kerzenständer. Weg damit. Ach, die sind ja fast nichts wert. Das ist wirklich nicht mein Problem. Kann schon sein, aber wen interessiert heute. Das? Ich höre nicht mehr auf das. Lurkerhautrüstung habe ich schon, also kann ich die verkaufen. Ich glaube kaum, dass ich daran was ändere. Fälle eines Schattenläufers. Nicht besonders schlau. Na komm, eins kriegst du. So. Lass dich auf jemanden, den du bist, verlassen. Wie wäre das anders gelaufen? Der letzte Scheiß. Dann. Sollte ich einmal die gesammelten Münzen bei Diego abgeben? Vielleicht gibt das ja sogar Erfahrung. Das glaube ich zwar nicht, aber es wäre schön. Immer wieder dieselbe. Und dann hatte ich gerade so die Idee, mit so einer Feuerballspruchrolle vielleicht mal in den Arena-Kampf zu gehen. Ob das wohl klappen würde? Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Das ist eben Feuerball, Mana kostet maximal 5. Feuerschaden pro Mana 30, also 150. Das wäre doch was. Ja, das ist dann was für die nächste Nacht, habe ich ja schon gesagt. Jetzt geht's noch einmal zu Diego. Dann bekommt er die Münzen, und zwar deshalb, weil die sich schon nicht mehr stapeln in meinem Inventar. Das kann ja nicht so bleiben. Wobei der Held die Münzen lieber aufheben und an einem sicheren Ort vergraben sollte, weil irgendwann ist er ja draußen aus der Barriere. In Gothic 2. Und dann könnte er im Minental seinen geheimen Hort wieder ausbuddeln. Aber leider geht das nicht. Diego! Hallo. Hier, Münzen. War doch klar, dass das Ärger gibt. Oh, das gab doch pro Münze eine Erfahrung. Wow. Klasse. Kann schon sein, aber wen interessiert das? Jede Münze ein Brocken Erz. Schön. Ich halte mich da lieber raus. Ich hab da mal meine Erfahrung. Falls du wieder welche findest, weißt du, bei wem du sie los wirst. Ja, sehr schön. Ende. Schluss mit Kuscheln mit Diego. Jetzt bin ich doch eigentlich dem nächsten Stufenanstieg schon ziemlich nah. Ja, ich brauche noch 450 Punkte ungefähr. Und es hieß, bei Cavalorn links von seiner Hütte irgendeine Schlucht hoch. Hm. Das wäre da hinten. Ich laufe da mal hin. Und Schweinsgalopp. Links von Cavalorns Hütte ist eine breite Schlucht, so habe ich es noch im Ohr. Gibt das auch die Questbeschreibung her? Die Kultstätte befindet sich in der Nähe von Cavalorns Hütte. Ich muss einfach nur durch eine Schlucht laufen, dann sollte ich mein Ziel irgendwann erreichen. Hier steht nichts von links, aber ich habe noch links im Ohr. Tja, was ist denn links? Das ist Cavalorns Hütte, aber was ist hier links? Wenn ich drauf schaue auf die Hütte, wäre das hier links. Aber hier hinten ist doch keine Schlucht, oder? Das hier ist einfach nur ein Weg. Sch-
Schlucht. Es könnte da sein, bei diesem Turm hinter mir, wo ich schon mal auf die Orks gestoßen war. Da weiter, das wäre natürlich ätzend. Ja, also hier ist ja keine Schlucht mehr. Hier ist schon Eida ins Hütte, ey. Nee, das wird wohl davon sein. Da muss ich ins Orkland, was irgendwie logisch ist. Ich krieg theoretisch ja Orks auch klein, wenn ich aus sicherer Distanz auf sie schießen kann. Das kann man theoretisch mit dem Langbogen, mit dem normalen Langbogen, der 40 Schaden macht, schon schaffen. Und ich habe Estebans Langbogen, der 60 Schaden macht. Also das ginge. Ich darf mich nur nicht hauen lassen. Und wenn hauen lassen, dann maximal einmal. Und dann stiften gehen. Also es kann schon irgendwie klappen. Auch Orkhunde könnten vielleicht gehen, wenn ich nicht angefallen werde ständig. Ja, mit irgendwelchen Viechern werde ich mich wohl jetzt langsam anlegen müssen. Das hier wird wohl die Schlucht sein, von der die Rede ist. Mit irgendwelchen Viechern werde ich mich anlegen müssen, weil es anders jetzt eben nicht geht, bevor ich das Kapitel beende. Aber ich zögere immer mit dem Kapitelwechsel irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich versuche immer so viel wie möglich zu machen, bevor ich das Kapitel wechsle. Und es ginge ja noch. Ich habe Munition, ich habe Bogen, ich habe Rüstung. Und da hinten habe ich auch ein paar Gegner. Wobei, ist das hier vielleicht die Kultstätte? Nee, da war doch nichts. Aber es ist ja so eine komische Statue hier. Hier drinnen war aber nichts, was ich öffnen konnte. Nö. Das ist es noch nicht. Es muss woanders sein. Die Frage ist nur, wo und ob ich da ungeschoren jagen kann. Da oben sind Orks, leider gleich zwei. Das ist scheiße. Ich probiere es mal. Speichern. Ork-Krieger, Ork-Speer wären wahrscheinlich besser. Also schießen und dann rennen. Da so lang und dann hoffen, dass irgendwie die Lust verlieren. Ah, ich mache aber durchaus Schaden, wenn ich den mal treffe. Was leider nicht oft passiert. Oh, das war knapp. Ich habe genau ein einziges Mal getroffen, hatte ich den Eindruck. Und ich wiederhole es nochmal. Ich bin ein Meisterbogenschütze und habe theoretisch eine kritische Trefferchance von 30%. Das war gerade eine kritische Trefferchance von 10%. Ja, ist ja gut. Das Problem ist, die Orks geben ewig nicht auf. Oder? Doch, jetzt gehen sie auf. Wo seid ihr denn? Da unten. Scheiße. Jetzt kommen sie wieder. Triff doch mal! Oh, was für ein Stress. Ach, den habe ich auch schon mal getroffen. Ah, verstehe. Ach, Muchachanyo, wo bist du denn? Was? Ach, da hinten. Kavalon, du hast ein Problem. Und ich räume es dir gerade nicht aus dem Weg, weil ich einfach nicht treffe. Es gibt's doch gar nicht. Oh, nicht runterfallen, nicht runterfallen. Triff doch mal. Das gibt's doch gar nicht. Das waren gerade locker 10 Pfeile, wenn nicht mehr. Ich treff nicht. Okay, da ist auch immer diese blöde Kante, aber trotzdem. Einer. Hätte doch mal treffen dürfen. Hallo, da ist der Ork-Krieger. Ich treffe nicht. Er ist nicht zu fassen. Jetzt schieß diesen Drecksorg um! Entschuldigung. Irgendwann reicht's aber. Hey, Held! Ha! Ha!
Held, du bist komisch, weißt du das? Meine Fresse. Becher, 14 Erfahrungspunkte. Seraphis, was will ich noch? Krusch irgendwas? Und wehe, der andere Ork ist schon platt. Also schon weg, aber ich glaube nicht. Ich habe mich nicht weit genug von ihm entfernt. Er müsste noch rumliegen. Ja, tut er auch. Und ich finde... ein Krusch irgendwas? Ah, Essenz, magische Energie, Höllenpilze und Orkblatt. Ja, die Rüstung ist nicht schlecht. Ich halte so 3 Orkhieber aus. Der 4. wäre dann tödlich. Und wenn sie kritisch wird, ich weiß nicht, war das jetzt ein kritischer oder war das normaler, weiß ich nicht. Aber, naja, kann gehen. Also komm, Reis. Leckeren Reis, der stopft. Da kannst du dann gut aufs Klo gehen, beziehungsweise eben nicht gut. Dass man Reis trinkt, wusste ich auch nicht. Gut. Ich habe 10 Lernpunkte. Jetzt könnte ich die natürlich in den ersten Kreis der Magie investieren. Was mir aber gerade gar nichts nutzt, weil ich Magie, Mana von 7 habe. Also eigentlich müsste ich jetzt hier weiter auf Jagd gehen, bis ich an einem Farm hängen bleibe. Bis ich 30 Lernpunkte habe, dann 20 in Mana investieren und 10 in den ersten Kreis der Magie. Und vorher anzufangen zu zaubern, nutzt überhaupt nichts. Und ja, ich weiß, ich habe diese Mana-Tränke. 3 an der Zahl mittlerweile, oder? Mal checken. Ja, 3. Die erhöhen das Mana um 5, also 15 Mana hätte ich quasi in der Tasche. Aber das will ich erst nutzen, wenn ich 100 Mana habe, weil man sonst nicht über 100 Mana kommt. Das heißt, Lernpunkte, 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 Lernpunkte. Das heißt, Stufenaufstiege, 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 Stufenaufstiege. Das ist alles, was gerade zählt. Und ich denke mal, ich werde jetzt hier so weitermachen. Bisschen mit dem Bogen jagen. Bis ich noch so 100 Pfeile habe. Und dann werde ich das Kapitel wechseln. Irgendwie, dann wird es wahrscheinlich im Sumpflager irgendwie weitergehen. Also speichern. Hier standen Orks Wache. Man fragt sich warum, weil da dieser Kultplatz ist. Ach, hier gibt es dann bestimmt auch... oh, das sieht aus wie ein Schaman oder wie ein Untoter. Was bist denn du? Was bist du? Karnak. Kann ich mit dem reden, oder? Na, ich probier's mal. Ich hab da gespeichert. Ich, Karnak, was du hier tun an heiligem Ort? Du entweiht haben unser Heiligtum. Was jetzt schon entweiht? Wow. Kruschak, dich bestrafen werden dafür. Machen dich bereit zum Sterben, Mensch. Darf ich auch mal was sagen? Oh, okay. Ich konnte gar nicht laufen. Rokrusha Gorganork. Ja, du mich auch. Nemrokavarok. Du willst es nicht anders, das kriegst du jetzt. Als der kleine Held, nein, als der namenlose Held da so in Flammen stand, ich konnte ihn gar nicht mehr steuern. Er stand wie angewurzelt. Aber gut, der Typ will es nicht anders. Mal schauen. Schieß, schieß um dein kleines Heldenleben. Okay. Das funktioniert nicht. Es ist halt Feuermagie, ne? Was soll man dagegen machen? Ich könnte selber mal... also... ich kann selber mal einen Feuerball hinwerfen. Kann ich das überhaupt? Ja, kann ich theoretisch. Edge.
Ja, ich weiß, da kommt die Retourkutsche. Daneben. Was ist mit dir los? Ich hätte gerne den Stab eigentlich. Jetzt habe ich wieder das alte Problem, dass ich nicht in den Stab wechseln kann. In den. Ah, genau. Der steht da auch doof rum. Irgendwas stimmt ja nicht. Was habe ich jetzt wieder angestellt? Erstmal das weg. Vielleicht kann ich ja dann in den Nahkampf wechseln. Nein, kann ich nicht. Ich habe ja immer mit alle Zeit der Welt. Waffe. Bogen weg. Vielleicht darf ich jetzt in den Nahkampf wechseln. Das wäre irgendwie total schön. Ach, guck mal an! Okay, der trifft mich einmal und dann war's das. Lokrusha Gorkanork. Ja, du mich auch. Also Nahkampf kann ich vergessen, weil ich gar nicht rankomme. Und das Video könnt ihr jetzt auch vergessen, weil es zu Ende ist. Aber vielleicht schaut ihr ja wieder rein, wie sich im nächsten Teil der namenlose Held gegen Karnak schlägt. Bis dahin.